Art Posner Comedy Zeit, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wissen to Go. Es ist Anfang November, die Winterzeit kommt und viele meinen, es ist Erkältungszeit und wundern sich nicht, wenn sie mal einen Schnupfen oder etwas Ernsteres bekommen und hinterfragen auch diesen Zustand nicht und meinen, es ist ganz gewöhnlich und jeder Mensch wird halt zu dieser Zeit einfach krank. Dieser Meinung teile ich nicht. Es hat viele verschiedene Ursachen und das Zentrum der Gesundheit ist einfach der Darm und daher möchte ich heute Probiotika ansprechen, weil die ja ein wesentlicher Bestandteil unserer Darmgesundheit darstellen. Zunächst zur Definition. Probiotika ist ein zusammengesetztes Wort, welches aus pro, was im Lateinischen für bedeutet, und bios, welches im Griechischen Leben bedeutet. Setzt man diese Wörter zusammen, bedeutet Probiotika für Leben. Und im Kontext der Darmgesundheit sind es einfach Bakterien, die dem menschlichen Organismus einen gesundheitlichen Nutzen stiften. Also warum ist es essentiell, eine gesunde Darmflora mit Hilfe von Probiotika aufzubauen? Einerseits hat der Darm sehr viele Nervenzellen, die mit unserem Gehirn verbunden sind. Daher kann man auch daraus schließen, dass schädliche Organismen, Keime und die ganzen Mikroorganismen, die in unserem Darm zu Hause sind, auch unser Hungergefühl, unser Verhalten und auch unsere Denkweisen mit beeinflussen können und eventuell auch deswegen Heißhungerattacken auslösen. Neben dieser Verbundenheit der Nervenzelle zum Gehirn ist natürlich auch unser Immunsystem mit unserem Darm verbunden. Und dazu müsst ihr wissen, dass eine Darmflora dafür zuständig ist, um die Darmschleimhaut zu regenerieren. Die Darmschleimhaut umfasst eine Fläche von 400 Quadratkilometer und täglich muss diese Toxine, Nährstoffe und andere pathogene Keime bewältigen. Und sie stellt halt somit die in absoluter Zahl betrachtet die größte Kontaktfläche zur Außenwelt da. Das heißt, sie hat halt hier eine große Belastung, die Darmschleimhaut zu bewältigen hat. Und wenn sie nicht anständig regeneriert sind, bilden sich Risse oder auch Löcher. Und das kann natürlich auch für gesundheitliche Folgen führen. Eine chronische Krankheit, die mit sehr ernsten weiteren Erkrankungen in Verbindung steht, ist das Leaky Guts Syndrom, also dieser Darmleck sozusagen, wo dann hier die ganzen Mikroorganismen, die Nährstoffe und die Abbauprodukte des Stoffwechsels nicht mehr im normalen Wege vom Darm ausgeschieden werden, dann über den Anus, sondern gelangen im Blutkreislauf und sorgen dafür für weitere Immunreaktionen und sozusagen eine Vergiftung des Körpers. Das ist halt auch wieder ein Grund, warum hier die Gesundheit im Darm auch seinen Ursprung hat. Zudem ist halt natürlich auch für die Stärkung des Immunsystems auch die entsprechende Nährstoffaufnahme wichtig und die findet natürlich auch im Darm statt. Und da müsst ihr auch wissen, dass es viele wasserlösliche Kohlenhydrate gibt und Ballaststoffe, die auch der Körper nicht verdauen kann. Und da sind halt diese Mikroorganismen dafür zuständig, dass sie halt hier die Enzyme bereitstellen und auch eine gewisse Vorverdauung leisten, damit unser Körper die tierischen und pflanzlichen Produkte, also Lebensmittel, auch hier richtig aufnehmen kann und diese Nährstoffaufnahme dann für die körperlichen Funktionen zur Verfügung stellt. Denn es nutzt nichts zu sagen, Rohkost ist die beste Ernährung, die es überhaupt gibt, ohne einen gesunden Darm zu haben, der die ganzen ballaststoffreichen Lebensmittel und rohköstlichen Sachen wie Beluga-Linsen oder Sprossen, die halt sehr schwer verdaulich sind, zu essen. Aber mein Darm ist nicht bereit, diese aufzuspalten und aufzunehmen. Das habe ich bei meiner Umstellung auch gemacht, diesen Fehler. Einfach
gedacht, es wird schon und einfach so gegessen und deswegen auch in diese Mangelernährung und meine Darmzustand vor einem Jahr auch dazu gekommen bin. Genau. So viel zu den Gründen, warum zentrale Gesundheit im Darm ist und warum ich Probiotika aufnehmen soll. Welche Arten von Probiotika gibt es überhaupt? Also in der Regel sind Probiotika eine spezielle Gruppe von guten Bakterien, sind die sogenannten Milchsäurebakterien. Diese Milchsäurebakterien sind deshalb gut, weil sie sozusagen als Schutzpolizei dienen, weil sie halt andere pathogene Keime, Parasiten und Schädlinge das Leben schwer machen, weil die durch ihre Verstoffwechselung von verschiedenen Ballaststoffen und Produkten Milchsäure produzieren. Und diese Milchsäure sorgt für ein saures Milieu im Darm. Und dieses saure Milieu mögen die pathogenen Keime überhaupt nicht. Und deshalb erschwert es sozusagen, dass diese sich in den Darm ansiedeln. Und da ist halt dann auch mehr Platz für die guten Milchsäurebakterien, sich im Darm anzusiedeln und sich hier auch dementsprechend ihre Stämme weiter zu verbreiten. Da gibt es viele verschiedene Bakterienarten. Ich habe jetzt hier zwei Arten aufgelistet. Einerseits die Lactobacillen und die Bifidobakterien. Die Lactobacillen sind deshalb so besonders, weil sie halt hier diese Milchsäure produzieren und die anderen, wie erwähnt, die pathogenen Organismen verdrängen. Und die sind auch sehr widerstandsfähig. Also das heißt, wenn ich die über die Nahrung aufnehme, ist halt oft das Problem, dass diese Bakterien durch die Magensäure gelangen müssen und auch schon im Vorfeld von der Magensäure zerstört werden. Und diese Lactobacillen sind halt widerstandsfähig und deshalb kommen die halt in großer Menge, können die auch in den Darm gelangen, wo sie sich dann auch ansiedeln können. Die Bifidobakterien werden halt häufig auch bei Neugeborenen und auch in der Muttermilch gefunden. Ebenso wie die Lactobacillen, die für gewöhnlich auch bei einer gesunden Mutter, sage ich mal, die sich ausgewogen ernährt, auch in der Muttermilch vorhanden sind, damit sich der kleine Sprössling auch schon am Anfang, wo der Darm noch recht jung ist, das Immunsystem aufbereitet wird und mit der Außenwelt in Konfrontation gelangt, beziehungsweise auch hier gesund bleibt. Dann gibt es viele verschiedene und Millionen Unterarten. Eine Lactobacillus-Art sind die Lactobacillus reuteri. Die sind deshalb besonders, weil die nachweislich für eine gute Zahnhygiene sorgen. Das heißt, die bekämpfen die Bakterien, die im Mundraum für Plaque verursachen. Zudem töten sie auch die Bakterien, die für Durchfälle im Darm bzw. auch für Darmdurchblutungen verantwortlich sind und helfen auch hier wieder den Darm weiter zu regenerieren. Nur so als Beispiel. Genau. So viel zu den Arten. Wie kann ich jetzt eine gesunde Darmflora überhaupt aufbauen? Und das Wichtige ist, wie pflege ich überhaupt diese Darmflora? Wichtig ist erstmal, diese Probiotika aufzunehmen, für gewöhnlich über Nahrungsergänzungsmittel oder über die klassische Weise, wie ich sie empfehle, über fermentierte Lebensmittel. Zunächst bei den Nahrungsergänzungsmitteln solltet ihr darauf achten, dass diese keine schädlichen Nebenbestandteile aufweisen und auch wirklich genug Bakterien in hoher Anzahl aufweisen mit den entsprechenden Lactobacillen und Bifidobakterien, damit diese auch wirklich in den Dickdarm gelangen und ihr auch euer Geld sinnvoll investiert. Aber zurück zu den fermentierten Lebensmitteln. Am besten solltet ihr Sauerkraut, Kimchi, probiotische Säfte oder Miso konsumieren oder anderes Getreide, welches durch Fermentationsprozess gärt, weil dadurch entstehen halt diese guten Milchsäurebakterien. Und die sollten natürlich im rohen Zustand konsumiert werden, weil wenn ihr zum Beispiel Sauerkraut pasteuriert, abkocht oder so ähnliches, tötet ihr nicht nur die schlechten Bakterien ab, sondern natürlich auch die guten Bakterien und ihr wollt natürlich, dass diese guten Bakterien sich im Darm ansiedeln und euch diesen gesundheitlichen Nutzen bringen. Deshalb die fermentierten Lebensmittel immer roh essen, wenn ihr sie kauft und nicht selber herstellen wollt. Zudem ist es auch wichtig, Präbiotika zu sich zu nehmen. Präbiotika sind die
ist die Nahrung für die probiotischen Bakterien, weil es nutzt nichts, diese probiotischen Bakterien aufzunehmen, wenn die dann im Darm sozusagen verhungern. Deswegen müsst ihr denen auch hier eine entsprechende Nahrungsgrundlage bieten, und das sind die Präbiotika. Dabei handelt es sich meistens um wasserlösliche Kohlenhydrate, die der Körper nicht verdauen kann, weil er hier nicht die entsprechenden Enzyme zur Verfügung stellt. Und diese Vorverdauung übernehmen dann hier die Milchsäurebakterien und dementsprechend herrscht dann hier eine bessere Nahrungsaufnahme vom Körper. Zu den Präbiotika, zu diesen wasserlöslichen Kohlenhydraten, also eine Ballaststoffart, zählen zum Beispiel Inulin. Inulinreiche Lebensmittel sind zum Beispiel Topinambur, habe ich hier eine Knolle, die Butterblume, aber auch Pastinaken und gewisse Lauchgewächse sind auch sehr inulinreich. Also solltet ihr diese auch in eure Ernährung mit integrieren. Und eine zweite komplexe Kohlenhydratart sind die Galactosaccharoide. Die sind, bieten halt hier eine der Hauptnahrungsgrundlage für die Bifidobakterien. Und diese sind auch nachweislich in der Muttermilch vorhanden. Also das heißt, dass wirklich die Natur auch schon darauf vorgesehen hat, dass unser Immunsystem auch von den Neugeborenen sofort gestärkt wird, wenn es in Kontakt zur Außenwelt gelangt, weil über die Muttermilch werden halt die Lactobacillen aufgenommen, diese Galactosaccharoide für die Bifidobakterien, damit diese sich schon mal im Darm ansiedeln können und hier schon mal sich gut verbreiten können. Zudem solltet ihr vielleicht eine proteinreiche Ernährung meiden, beziehungsweise eine stark konventionell lastige Ernährung voller Pestizide, Giftstoffe und was auch immer, weil einerseits diese ganzen Giftstoffe töten natürlich auch die ganzen Darmbakterien ab und schädigen euren Darm. Zudem ist es bei der proteinreichen Ernährung so, dass diese durch den Vergärungsprozess im Darm bestimmte Gase, Phenole auch entstehen. Das sind Alkohole, sind wasserlöslich ähnliche Alkohole. Es entsteht Ammoniak und Schwefelwassersäure und dieses Milieu mögen halt die pathogenen Organismen und die gedeihen halt durch diese Verstoffwechselung, Vergärung ziemlich gut in diesem Milieu. Deswegen solltet ihr halt eine stark proteinreiche Ernährung aus zu viel Fisch, Milch, Käse, keine Ahnung, meiden und auch hier wieder entsprechendes Gleichgewicht zu einer Vollwerternährung finden. So viel zur Theorie. Ich werde noch ein paar folgende Videos folgen lassen, wo ich halt hier auch meine eigenen Säfte, mein eigenes Sauerkraut und mein eigenes Kimchi herstellen kann, damit ihr so eine kleine Inspiration habt, wie man diese herstellt und was man vielleicht beachten muss und was man nicht beachten sollte, beziehungsweise werden es Versuche sein, wo ich auch meine Misserfolge auch präsentieren kann, damit ihr auch mal eventuell auch betrachten könnt, wie die Lebensmittel ausschauen, wenn es jetzt mal nicht geklappt hat. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder ein bisschen Wissen vermitteln kann, konnte. Ich würde mich über eine Bewertung, über kritisches Feedback natürlich freuen. Hinterlasst mir einen Kommentar und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video verbreiten könntet, eventuell euren Freunden, eurer Familie zeigt. Es unterstützt mich sehr und damit kann ich eventuell auch weiteren Menschen helfen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao!